Ich versuche mal rüberzubringen, was ich meine. Also, ich bin jetzt auf dieser Seite, freechess.org, wo man auch ganz normal spielen kann, aber man hat eben auch diesen Editor, wo man die Stellung so eingeben kann, dass man sicher gewinnt. Also ich gehe mal hier auf den Mülleimer, mache die Dame weg, den Turm. Ja, sagen wir mal so, ein paar wichtige Bauern noch. So. Dann gehe ich hier mit der Maschine, nehme hier den höchsten Level, das ist wichtig, damit er gut spielt, und sage, ich will, also von dieser Position, ich will mit Weiß spielen. Und die Zeit ist jetzt hier mal unbegrenzt. Also, mein erster Zug ist ganz unspektakulär, E4. Und an seiner Stellung sehe ich ja schon, er hat hier einen Schwachpunkt, also F7 und F2 ist klassischerweise ein Schwachpunkt, deshalb habe ich den Bauern weggenommen, um meine Chancen noch zu erhöhen. Mit dem E4 bin ich ins Zentrum gerückt und das Zentrum spielt ja eine wichtige Rolle beim Schach. Was er jetzt hier gemacht hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Auf jeden Fall sollte es in der Eröffnungsphase, in der wir jetzt sind, darum gehen, Figuren zu entwickeln. Also erstmal, also hauptsächlich die Läufer und die Springer. Rochieren sollte man, wenn es möglich ist, was natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, weil er keine gute Bauernposition mehr hat. Aber gut. Ich besetze jetzt weiter das Zentrum. Er hält dagegen. Was natürlich hier schon völlig unsinnig ist, weil er einfach einen Bauern zum Fraß vorgibt. Allerdings überlege ich mir, ob ich den nehme, weil es entsteht ein hässlicher Doppelbauer und ein Doppelbauer ist immer ein Stellungsnachteil. Also eine Bauernkette zu haben, ist immer besser als ein Doppelbauern. Und hier kann ich jetzt schön, also dadurch, dass ich die beiden Bauern ins Zentrum gesetzt habe, kann ich hier den Läufer entwickeln, ich kann den weißfeldigen Läufer entwickeln. Und der ist ja eh gedeckt. Also, ich sag mal, ich entwickle mit dem hier eine Figur und bin dadurch, dass ich jetzt diese Diagonale noch habe, schon ziemlich eklig für ihn. Okay, er greift den an. Der ist jetzt einmal, der ist ja nur von der Dame gedeckt. Das heißt, er hängt im Moment. Ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe, indem ich meinen Springer entwickle und das verhindere. Jetzt muss man sagen, bei so einer Stellung ist es so, wenn ich materiell im Vorteil bin, kann er es sich eigentlich nicht leisten, dass ich auf Abtausch spiele. Das heißt, mit jedem Abtausch bin ich mehr auf der Siegerstraße. Also, das ist für ihn zum Nachteil. Wenn er jetzt mit dem König schlägt, dann verliert er sogar die Rochade, was auch nicht so toll ist. Ja. Und ich entwickle hier einen Läufer. Hätte jetzt obwohl da keine Festung ist, hätte ich die Möglichkeit, den abzutauschen. Das mache ich auch gleich mal. Er schlägt zurück. So. Ach, und jetzt hängt der noch. Jetzt kann ich den nehmen. Und jetzt sieht es schon ziemlich übel für ihn aus. Nur noch mal zur Erinnerung, das ist ein Programm, das mit 2600 Elo spielt. Da haben also die meisten Spitzenspieler schon erhebliche Schwierigkeiten. Gut. Ich gebe hier Schach.
Dann nehme ich mir als nächstes den. Und jetzt ist das Spiel eigentlich schon gelaufen, weil der König steht völlig nackt da, der Turm hat keine Unterstützung, kann alleine nicht viel ausrichten. Die beiden Bauern sind ein Witz, die sammle ich mir nächstens ein. Und was natürlich auch wichtig ist, Springer am Rand ist eine Schande, wie man so sagt. Also ich schiebe den mal ein bisschen weiter in die Mitte. Es gilt die Regel, dass man, wenn man offene oder halboffene Linien besetzen kann mit dem Turm, dann sollte man das tun. Allerdings nützt ihm das wenig. Ich roch hier jetzt mal, halte hier praktisch dagegen. Das ist ein Zug, der nicht wirklich Sinn macht. Das ist ein Verlegenheitszug, weil er nichts Besseres mehr hat. Und ich gehe hier weiter zum Angriff über, indem ich wieder aufs Zentrum drücke. Ja, das macht auch keinen richtigen Sinn. Ich gehe jetzt mal. Ah ja, das ist das Gute an so einer Stellung, dass man sofort die Möglichkeit hat, mit der Dame Druck auszuüben. Also das heißt, man spielt dadurch sehr, sehr aktiver, weil wenn das materiell ausgeglichen ist und dann man hat einen übermächtigen Gegner, dann ist man eigentlich mehr darauf konzentriert, selber keinen Fehler zu machen und spielt sehr viel mehr auf Verteidigung. Während hier kann ich einfach hier rausgehen mit der Dame und weiß, da kommt nichts Großes, was die Dame angreift, was der Dame gefährlich werden könnte. Da laufe ich einfach vorbei. Ich hätte den jetzt auch nehmen können, aber das habe ich hier gar nicht mehr nötig. Ja. Den nehme ich einfach. Jetzt ist es schon wirklich sehr, sehr eklig für Schwarz. Jetzt kann man es sich natürlich zum Sport machen, mal sich zu fragen, wie kann ich das Spiel schnellstmöglich beenden? Also eine gute Idee ist immer, dass man dem Turm oder welcher Figur auch immer Linien abschneidet, ne? Das wäre jetzt hier zum Beispiel sowas. Ja. Also jetzt könnte ich es mir sogar leisten, einfach den Turm zu nehmen und würde trotzdem bequem gewinnen. Aber ich sage jetzt mal, ich feste mal den Turm. Er hebt die Festung auf. Und das ist jetzt natürlich tödlich, ne? Also ich bin jetzt nur noch 3 Schritte entfernt zu einer Dame. Das sind alles Freibauern hier. Ein Freibauer ist sowieso eine gefährliche Sache für den Gegner. Also selbst einer, ne? Da muss man immer aufpassen. Und ein Freibauer, der auf der 7. oder 2. Linie ist, hat schon den Wert eines Turms, sagt man so. Also mal sehen, was er dann macht. Ja, er greift das Pferd an. Das nützt ihm nicht mehr viel. Ich entwickle den noch, decke den damit. Ja. Jetzt fessle ich nochmal den Turm, damit ich hier runtergehen kann. Kann ich jetzt, ja doch. Mache ich einfach. Und jetzt versucht er hier noch die Umwandlung zu verhindern. Dann gebe ich erstmal hier Schach. Und jetzt wandle ich um in eine Dame. Die wird er sich nehmen. Schach, dann kommt er nochmal hier raus. Dann baue ich ihm hier sein letztes Gefängnis, seine Ruhestätte.
Nehmt den Turm zur Hilfe. Und jetzt geht alles sehr, sehr schnell. Der Bauer ist blockiert, er kann nichts mehr machen, er kann auch nur noch runtergehen oder. Ja, und das war's. Okay.